Na, ihr lieben YouTuber. Okay, Spaß beiseite. Ich habe eine kleine Ankündigung zu machen. Also, der liebe, nette Herr Don F., also ich, ist jetzt bei Facebook zu finden. Ja, was werde ich da posten? Keine Ahnung, irgendwelchen Müll? Nein, Spaß. Zum Beispiel werdet ihr da regelmäßig meine neuen Videos auf meiner Pinnwand sehen. Dann braucht ihr nicht extra auf YouTube gehen, um zu gucken, ob ich neue Videos habe. Für alle, die etwas seltener bei YouTube sind als bei Facebook, ist das natürlich sehr praktisch. Dann muss ich mal gucken, wie die ganzen Einstellungen sind bei Facebook, was ich alles freigeben kann und so weiter. Und wie ich das einstelle, dass ihr Dinge kommentieren könnt, falls ihr das noch nicht könnt und so weiter und so fort. Am besten, ihr schreibt mich an, falls irgendeine Funktion nicht freigeschalten ist, die ihr irgendwie benötigt. Wie auch immer, wie findet ihr mich? Das geht eigentlich ganz einfach. Entweder ihr klickt jetzt in die Videobeschreibung, dort wird ein Link zu meinem Facebook-Account sein. Oder ihr geht in meinen Kanal, dort ist auch ein Facebook-Link. Oder ihr gebt einfach www.facebook.com/donf204 ein. Also, ihr habt drei Möglichkeiten, das zu tun. Ich klicke jetzt auf diesen Link. Hier kommt ihr dann auf meine Seite. Ich bin jetzt gerade nicht angemeldet, weil sonst könntet ihr alles einsehen, was ich gerade tue und so weiter. Und ich habe keinen zweiten Facebook-Account, deswegen ist das ein bisschen nachteilhaft. Auf jeden Fall könnt ihr dann hier so auf Abonnieren klicken und dann dürftet ihr meine Pinnwand-Einträge, die ich öffentlich freigebe, sehen können. Derzeit werden automatisch alle YouTube-Videos, die ich hochgestellt habe, dort auf die Pinnwand getackert und dann werde ich vielleicht noch eventuell ab und zu mal ein bisschen in irgendwelchen Tumblr schreiben oder irgendwelches sinnvolles Zeug und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, ja, dann seht ihr noch, was ich hier für Interessen habe und so. Falls euch das mal interessiert, ich weiß es ja nicht, ich habe da keine Ahnung und so, was ich für Bücher lese, für Filme schaue, im Fernsehen gucke, was ich für Spiele spiele wie Sprunz Wars oder so. Ach ja, hier ist dann die Sprunz Wars Fanseite, falls ihr auch mal liken wollt, falls ihr Sprunz Wars kennt und das auch liken wollt. Könnt ihr das auch machen, ist ja mein Spiel. Falls ihr Sprunz Wars noch nicht gespielt habt und irgendwie Interesse habt, einfach anschreiben. Wisst ihr ja, steht ja in meinem Kanal. Hier dieser Nachrichten-Senden-Button, ich habe den freigegeben, aber bitte nervt mich nicht mit irgendwelchen RPG-Maker-Zeug. Das bitte auf YouTube belassen, weil sonst muss ich irgendwie das Ganze wieder rückgängig machen und das wäre nicht so schön. Nee, weil ich will hier nicht zu gespammt werden. Wenn ihr mir eine Nachricht schreiben wollt, könnt ihr das gern tun, aber bitte nicht zu spammen. Okay, gut, dann wäre das, glaube ich, alles geklärt. Dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg mit euren RPGs. Tschüsseli!